Sie haben raue, spröde Lippen und sind auf der Suche nach einer ganz natürlichen Pflege? Dann probieren Sie doch mal den Lip Balm von Dr. Eckstein aus. Er schützt die empfindliche Lippenhaut zu jeder Jahreszeit. Denn anders als unsere Haut besitzen die Lippen nämlich keine Schweiß- und Talgdrüsen und können so keine Feuchtigkeit bilden. Deshalb gehen wir doch gerne mal mit unserer Zunge über den Mund, um die Lippen zu befeuchten. Doch die Enzyme im Speichel bewirken eher das Gegenteil und trocknen die Lippen noch mehr aus. Der Lip Balm bietet hier die perfekte Möglichkeit, seine Lippen zu pflegen und sie schön geschmeidig zu halten. Denn ich denke, es gibt nichts Ärgerlicheres als eingerissene und schmerzhafte Lippen. Der natürliche Feuchtigkeitsspender Lanolin schließt die Feuchtigkeit in der Haut ein und zusammen mit Rizinusöl, welches reich an Vitamin E und essentiellen Fettsäuren ist, sorgen sie zusammen für ein angenehmes Hautgefühl und einen leichten Glanz auf den Lippen. Wenden Sie die Lippenpflege gerne mehrmals am Tag an, gerade jetzt zur Herbst-Winterzeit, wenn drin die Heizungen an sind, werden die Lippen doch schnell mal trocken und spröde. Tragen Sie die transparente Lippenpflege einfach gleichmäßig auf Ihre Lippen auf und Sie können sie auch super als Basis für Ihren Lippenstift verwenden. So sind die Lippen schon mal schön durchfeuchtet und geschmeidig und der Lippenstift sieht gleichmäßiger aus und hält auch länger. Probieren Sie ihn mal aus. Er ist praktisch in jeder Handtasche und überall mit hinzunehmen.